Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute geht es mal wieder um Luminar und um Aurora HDR. Und genauer gesagt geht es um das Zusammenspiel dieser beiden Programme. Aurora HDR ist ein HDR-Programm aus dem Hause Skylum. Das bedeutet, man kann dort mehrere Bilder zusammenfügen und daraus ein High Dynamic Range Bild machen. Bedeutet also, wir haben sehr viel mehr Dynamikumfang und mehr Details, sowohl in den Schatten als auch in den Lichtern. Und auf der anderen Seite kennen wir ja das Programm Luminar schon. Das ist ja quasi eine Art RAW-Entwickler von Skylum mit ein paar mehr Zusatzfunktionen noch. Und ich möchte dir heute mal zeigen, wie das Zusammenspiel dieser beiden Programme funktioniert. Da gab es ja in letzter Zeit auch immer mal wieder in der Community Diskussionen, dass das Zusammenspiel noch nicht optimal ist. Das stimmt auch. Also es geht nicht ganz so einfach wie zwischen Lightroom und Photoshop, dass man in Photoshop dann einfach das Bild speichert und es wird automatisch in Lightroom zurückimportiert. Man muss auf ein paar Dinge achten, damit man es richtig abspeichert. Aber dann ist dann doch der Workflow relativ einfach. Wie das genau funktioniert, möchte ich dir jetzt in diesem Video zeigen und ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Aurora HDR, das ist ein HDR-Programm, wie der Name schon sagt, und ein HDR steht für High Dynamic Range. High Dynamic Range, im Deutschen so viel wie erweiterter Dynamikumfang, das bedeutet, dass wir alle Details in einem Bild quasi noch drin haben. Wenn du dir jetzt mal dieses Bild hier anguckst, was ich gemacht habe, dann siehst du, dass hier der Himmel relativ ausgebrannt ist und der Vordergrund relativ gut belichtet ist. Und deswegen habe ich jetzt mehrere Belichtungen gemacht, unter anderem hier eine dunkle Belichtung. Da ist der Vordergrund zu dunkel, aber dafür hat der Himmel schöne Details. Und dann habe ich noch eine Überbelichtung gemacht. Da haben wir zum Beispiel schöne Details hier in diesem Torbogen drin oder hier hinten auch in dem Zelt. Und diese Bilder könnte ich jetzt alle zusammenfügen und damit überall Details in dem Foto gewinnen. Und genau dafür ist das Programm Aurora HDR da. Und ganz wichtig bei solchen Aufnahmen ist natürlich, dass die Pixel genau übereinander liegen. Das bedeutet, da sollte man wirklich mit einem Stativ, wenn möglich, fotografieren. Die modernen Programme können das auch alle ein wenig ausgleichen, indem sie das automatisch so ein bisschen überlagern, aber um die optimalen Ergebnisse zu bekommen, würde ich dir empfehlen, wenn du ein HDR erstellen möchtest, dann nutze ein Stativ dafür. Wie schaffe ich das jetzt, dass diese drei Bilder quasi in Aurora HDR gelangen? Ich habe jetzt hier auf der linken Seite meinen Filmstreifen und wichtig ist jetzt, dass ich hier alle Bilder mit gedrückter Shift-Taste einmal auswähle und diese drei Bilder jetzt mit einem Rechtsklick hier auf Öffnen in Aurora HDR, dann wird das Ganze hier kurz exportiert und Aurora HDR 2019 öffnet sich hier automatisch. Dann haben wir hier den folgenden Dialog, dass diese drei Bilder hier verwendet werden sollen. Das ist jetzt hier die normale Belichtung, 00, minus 2 und plus 2. Also ich habe zwei Blendenstufen überbelichtet und zwei Blendenstufen unterbelichtet. Ich kann jetzt hier nochmal auf Auto Alignment klicken. Dann wird hier entsprechend das Bild dann auch nochmal so automatisch ausgerichtet. Und ich kann jetzt hier auch noch Geisterbilder reduzieren anklicken und chromatische Aberrationen reduzieren. Das mache ich jetzt hier einfach mal. Geister-Effekte haben wir hier eigentlich überhaupt nicht drin, weil sich hier eigentlich nichts bewegt in diesem Bild. Und dann klicke ich jetzt hier einfach mal auf HDR erstellen. Das Ganze dauert jetzt hier einen kurzen Moment. Du siehst jetzt hier, die Bilder werden geladen. Aurora HDR verarbeitet das Ganze kurz und dann sollte das Bild auch gleich entsprechend angezeigt werden. Und du siehst jetzt hier schon, wir haben ein fertiges Ergebnis und wir haben auf einmal Zeichnungen hier in dem Himmel drin. Und das ist doch eine richtig schöne Sache. Es ist im Endeffekt genauso aufgebaut wie Luminar. Das bedeutet, wir haben jetzt hier unten auch wieder unseren Streifen mit quasi den Presets bzw. den Looks, die wir anwenden können. Wir können aber auch ganz einfach selber hier unsere Filter hinzufügen. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel hier mal noch ein bisschen Kontrast hinzugeben. Ich könnte hier die Tonwerte noch ein bisschen verändern. Ja, du siehst jetzt hier, dass das einen erheblichen Effekt hat auf das Aussehen des Bildes. Ich könnte jetzt hier die Lichter noch ein bisschen reduzieren, die Schatten noch ein bisschen aufhellen. Ja, man sollte das nicht zu HDR-lastig machen. Also man sollte schon das noch als natürliches Bild identifizieren. Von daher werde ich das jetzt hier mal nicht übertreiben. Aber einfach hier so ein bisschen das ganze Bild noch so ein bisschen anpassen. Das gefällt mir hier schon richtig gut. Ein bisschen Farbkontrast können wir hier noch mit dazugeben. Ja, wenn wir hier ein bisschen mehr machen, dann kriegt das ganze Bild auch noch so ein bisschen Sättigung. Wobei die Sättigung würde ich so ein Stück weit rausnehmen.
denn das gefällt mir so wesentlich besser. Wir haben jetzt hier noch einen HDR-Verbessern-Filter. Das heißt, hier kannst du auch nochmal gucken, was passiert. Wir können jetzt hier die HDR-Clarity einstellen. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so sehr. HDR-Smart-Structure ist auch nicht so mein Fall. Das sind alles so Filter, die daraus ein typisches, schlechtes HDR-Bild eigentlich machen. Von daher bin ich immer ein starker Freund davon, das eher natürlich zu halten. So wie es jetzt ist, gefällt es mir eigentlich schon richtig gut. Und deswegen würde ich jetzt einfach sagen, dass wir das ganze Bild wieder exportieren. Wir können jetzt hier einstellen, zum Beispiel, dass wir das als JPEG exportieren wieder, ja, und dann könnte ich einfach sagen, das Ganze soll hier in meine fertigen Fotos. Das bedeutet, dass dieses Bild dann auch automatisch wieder in Lumina angezeigt wird, denn die fertigen Fotos, jetzt muss ich hier natürlich noch sagen, dass das das HDR-Foto ist, und dann klicke ich hier einmal auf Sichern. Und dadurch, dass ich das hier in den Ordner fertige Fotos speichere, den ich ja in Lumina auch schon hinzugefügt habe, wird dieses Bild jetzt hier auch automatisch in Lumina direkt wieder angezeigt. Und du siehst es jetzt hier schon, das ist mein HDR-Ergebnis. Also, die Zusammenarbeit zwischen Lumina und Aurora HDR funktioniert sehr, sehr gut. Einfach mit Rechtsklick die Bilder in Aurora HDR öffnen und dann entsprechend wieder in dem Ordner, den du sowieso schon hinzugefügt hast, in Lumina speichern und dann wird das hier entsprechend sofort wieder angezeigt. Und ich kann es jetzt theoretisch auch in Lumina noch weiter bearbeiten, wenn ich möchte. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Falls du Interesse an Lumina oder Aurora hast, dann kannst du unten in der Videobeschreibung einfach mal auf die entsprechenden Links klicken. Dazu gibt es auch einen Promocode von mir, da kriegst du nochmal 10 Euro Rabatt, falls du diese Programme kaufen möchtest. Und ansonsten kannst du natürlich auch immer die Testversion erstmal runterladen, falls du das Ganze erstmal 30 Tage lang ausprobieren willst. Ansonsten gibt es ja auch schon die Vorbestellmöglichkeit für Lumina 4. Da gibt es so ein paar Informationen schon, noch nicht ganz so viel. Aber es gibt im Moment die Möglichkeit, Lumina 4 vorzubestellen für einen besseren Preis. Kann man sich mal angucken. Bisher wurde noch nicht ganz so viel geleakt davon, aber einfach nur die Information für dich. Wenn du noch Fragen hast, einfach unten in die Kommentare damit. Und ansonsten würde ich mich einfach freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen würden. Und bis dahin wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Mach's gut!